tagtäglich beschäftigen. Mhm. Ja, okay. Mit immer noch schöner Echo-Effekt. Also wir spielen Hacker Jeopardy, die Regeln, wie immer, wir haben Antworten, wir suchen Fragen, die zu den Antworten und zur Kategorie passen. Wie immer sind wir da völlig gnadenlos oder auch nicht. Oh. Und ich habe den falschen Zeitcode erwischt. Also auch gut, das war die Einführung. Wir wollen nämlich zum Ende springen. Glaubt ihr wirklich selber nach? Schneid das muss ich nicht. Andreas. Ja. Was ist der heilige Tag? Das ist heute der Freitag. Der Freitag, richtig. Ja. Ja. Und Andreas, warum soll man das machen? Weil wenn man Hotdog isst, dann verstößt man gleichzeitig gegen die Glaubensgebote aller Religionen, inklusive des Gordischen. Ich vergesse am Freitag Brötchen zu essen. Ganz richtig, das Essen eines Hotdogs verstößt gegen alle Religionen, inklusive dem Diskordianismus, der das Essen von Hotdogs verbietet. Ja, du darfst weitermachen, Andreas. Wir machen mal Frequenzen für 400. Frequenzen für 400? Double Jeopardy. Ja, alles. Da muss er alles nehmen. 16,7 Hertz. Ich muss ja gar nicht drücken. Was ist die Frequenz des Wechselstromes, mit dem die Bundesbahn so fährt? Ja, das ist korrekt. Das war, also wie schon gesagt, das ist halt Allgemeinwissen, was da abgefragt wird. Sowas weiß man ja. Das ist ja Allgemeinwissen. Also das ist jetzt ja nur ein simples Beispiel. Hinter jedem dieser Felder gibt es ja dann Fragen und das sind halt so Sachen, die weiß man ja einfach. Das hat er sich auch wieder gewusst. Du darfst weitermachen. Frequenzen für 300. Jetzt tut doch mal was, sonst haben wir ihn nächstes Jahr wieder hier, Andreas. Was ist die Frequenz, auf der Erfit checks regeln? Das war ein Text. Mit mehreren dürfen, das ist quasi ein DSM-Band für RFID-Chips, korrekt, ja. Was ist das? Frequenz für 500. Ja, für 500? Frequenz für 500. Für 500 ist schwierig. Ah. Plätzchen drückt. Was ist die Schwingung der Erde? Wie meinst du das genau? Ich glaube, ich bin kein Physiker und weiß es nicht genau, das auszudrücken. Versuch's einfach. Grundschwingung der tektonischen Platten. Leider nein, das kann man leider so nicht sagen. Ja, scheiße. Aber da wird es langsam schwierig mit der Grundschwingung der tektonischen Platten, ja? Was ist 1 durch 365 mal 86.400 oder auch ein Jahr? Was ist ein Jahr? Das ist ja korrekt, ja. Ja. Wie gesagt, auch ein schöner Abendgestaltung, kann man ja auch selber mal machen, muss man halt ein paar Fragen zusammenstellen. Wollte ich immer gerne mal machen, hat sich nie jemand gefunden. Darum gehe ich immer zum Kongress. Kurze frischen Zwischenfrage. Ja, bitte. Wie viel kommen noch und wann wollt ihr den einholen? 10. Also ich wollte vielleicht die Kram im Halb nehmen. Also ich habe hier noch 1, 2, ungefähr 8 oder 9. Und ja, da sind wir bis halb, auf jeden Fall bis mit durch, denke ich. Cool, also die 13er zur Frankfurter Allee kommt um 22:30 Uhr. Wie cool. Cool. Was ist das hier? Rockets. Auf dem Kongress gab es so Arduino-Boards zu kaufen, in Form von so kleinen Raketen mit so lustigen Lampen dran. Und da hatten die für den Kongress und auch schon vorher diese Arduino-Boards vorbereitet, mit Software drauf, selber programmiert. Und auf dem Kongress konnte man allerhand Zeug damit machen. Zum Beispiel, da gab es einen Dating-Service drauf und man konnte Tetris damit spielen und all so mögliche Sachen. Und die waren komplett vernetzt mit anderen. Das lief über RFID. Und ja, man konnte zum Beispiel, wie hier zu sehen, als Publikum zusammen Ping-Pong spielen. Das heißt, alle im Publikum müssen hoch oder runter drücken und müssen sich für links oder rechts entscheiden. Oh, alright, okay, it seems.
Also Gruppenintelligenz. So, just to test, the right side put down, everyone. Oh no, okay, you're playing already. Oh, okay. What you don't know, we're faking all of this. It's just a computer game. You have no influence. Also man stellt sich vor, er sitzt das ganze Publikum und drückt an diesen Dingern rum. Gab es extrem viele Applikationen drauf, da gab es den ganzen Fahrplan vom Kongress, also den Veranstaltungskalender auch drauf in so ASCII-Zeichen und dann konnte man den gucken, da gab es ein kleines Display, das Ding konnte man halt kaufen, war natürlich völlig ausverkauft und ja, die machen das auch wieder. Das Ding hat gar nicht so viel gekostet, ich glaube 30 oder 50 Euro oder so. Die haben das in großen Stückzahlen in Asien fertigen lassen und da ging das. Du kannst ja weiterverwenden, das ist insofern. Ja, ja, also kann man weiter drauf rumhacken, also kein Problem. Hier ein interessanter Vortrag zum Thema Authorship. Und zwar haben die eine Software entwickelt, die mehr oder weniger den Schreibstil von Texten analysiert, Thema Plagiate und so, und dir dann auch sagt, du verwendest zu lange Sätze oder du verwendest zu viele so und so Wörter und leg das mal auf. Am Ende dieses Talks hat einer eigentlich die Idee von denen umgekehrt und hat gesagt, man könnte ja Harry Potter weiterschreiben und dann die Harry Potter Bücher nehmen, durch diese Software jagen, den eigenen Text durch die Software jagen und dann sagt einem die Software, wie muss man seinen Schreibstil ändern, um den Text zu Harry Potterisen. ziemlich interessant. Also die Software, der stellt das schon ganz gut vor, ist jetzt wieder schwer aus so einem kurzen Ausschnitt herauszukriegen. Ist interessant, also gerade wer hier so Plagiatskram macht, der kann da auch reingucken. Der gute Mann erzählt über Data Mining, was da so gesammelt wird auf uns bekannten Plattformen. Auch ein sehr interessanter Talk und womit die Geld verdienen. Also das passt so ein bisschen zu dem Film, der heute Abend kommt über Facebook. Ja, ich mache mal einen kurzen Ausschnitt an, aber eigentlich ist das so der grobe Inhalt. Einfach mal angucken. Aber je wertvoller die Nutzerdaten sind, desto mehr bewege ich mich in einem Graubereich. Das heißt, ich habe es am Ende, eigentlich habe ich in meiner Datenbank grundsätzlich bei allen großen Tools, selbst wenn ich ein Privacy-Siegel habe von einer Institution, habe ich am Ende ein sehr scharfes Profil eines Users. Und selbst wenn ich, wie jetzt zum Beispiel IP-Adressen, anonymisiere, kann ich mit externen Daten diese Daten immer wieder aufwerten. Graubereich deswegen, weil zum Beispiel, also jeder kennt die weiter.
hier irgendwo her. Also er klickt auf einen Link, das ist seltsamerweise ein Affiliate-Link, weil das nicht markiert war. Klickt da drauf und dann macht der Browser erstmal ratter, lädt fünfmal irgendwelche URLs. Und in dem Augenblick, wo das passiert, habe ich in der Mehrheit der Fälle schon fünf Cookies sitzen von verschiedenen Affiliate-Anbietern, die sich dann hinterher mit dem Anbieter des, des Shops, Verlangen und sonst irgendwas darüber streiten, wer jetzt eigentlich dazu geführt hat, dass am Ende was gekauft wurde. Der stellt das insgesamt echt ganz gut dar. Also der arbeitet in der Branche, wo der halt berät, wie die möglichst wenig Daten sammeln, dass die Firmen halt ihre Datenschutzpolitik ein bisschen netter gestalten. Und ja, gibt da einen guten Überblick, einfach so, fand ich ziemlich gut den Talk. Jetzt kommt Can Trains Be Hacked? Das ist ein Professor in der Uni und er erzählt über Eisenbahnanlagen. Den Stand der Technik, der da heutzutage existiert, da konnte ich eigentlich ziemlich gut zuhören, weil ich das durch meine Eltern alles kenne, diese ganzen Stichwörter, die da verschlüsselt auf der Folie stehen. ESTW steht für elektronisches Stellwerk und er hat halt einfach mal erklärt, wie die Bahn heute arbeitet und dass da halt auch alles ja, elektronisiert wird und über Funk und ja, wo man da eventuell ja, Sachen tun könnte. Gerade die ESDWs geschieht in der Regel zurzeit noch über eigene Lichtquellenleitungen, die Deutsche Bahn betreibt, die im Wesentlichen neben der Bahn vergraben sind. Inzwischen geht man aber auch dazu über öffentliche Netze zu benutzen, weil es aus Kostengründen nicht mehr so ökonomisch ist, tatsächlich ein eigenes Kommunikationsnetz zu betreiben. Und dieses Netz, dieses öffentliche Netz, wird dadurch einen sogenannten Security Gateway gesichert. Es ist leider nicht so einfach, die Informationen mit dem Security Gateway zu bekommen. Das ist ein Gerät, das über Siemens herstellt. Man weiß nur so viel, dass dieses Gerät eine von Siemens entwickelte Chiffre benutzt, namens SCA45. An der Reaktion kann man schon erkennen, dass einige wissen, dass dieser Algorithmus vielleicht nicht so sicher ist. Ich habe keine Ahnung. Der stellt noch mehr solche Sachen vor, auch Hardware, also Bremsanlagen, die problematisch sind. Und ja, da kommt gleich noch so ein ähnlicher Talk. Den Talk hier, ja, der ist halt mal aus einem anderen Gebiet, aber durchaus interessant. Oh. Don't. Ow. Sorry. You should have. Ow. Ich mach mal einmal zu. Keine Ahnung, was das war. Genau, da wollen wir dann. Das war wahrscheinlich der einzige Bookmark, den ich angelegt habe. Auf dem Kongress finden auch Lightning Talks statt. Das sind so 5-Minuten Vorträge, in denen man sich da selbst produzieren darf. Da hatte ich ja auch das Vergnügen, genau. Ich zeige jetzt natürlich nicht meinen Talk, weil den kann man ja auch woanders angucken. Außerdem gab es den hier ja schon mal so ähnlich. Mit Booklift oder was? Ja. Und ich habe jetzt mal einen anderen rausgesucht. Das ist ja ein ganzes Video, immer wieder 5-Minuten-Talks. Also ist jetzt nur einer von vielen. passt aber zu dem vorherigen Thema, deshalb habe ich den rausgesucht. Was wollte der noch? Die ersten Untertitel nicht mitgekriegt. Also, das ist jetzt im Zug, er hat einen Vierkant. Ach so. Und er macht jetzt eine Durchsage, dass alle Gäste im Zug. Big red button, so. So now it goes like ding, ding.
Ja, das fällt sozusagen auch unter das Thema Hacking Trains. Diese Anlagen sind extrem gut gesichert durch den Vierkant. Und da gibt es noch ganz andere Themen, Disketten and Logs etc. etc. Wer sich dafür interessiert, angucken. Ansonsten geht es jetzt weiter mit... was kommt jetzt? Über den, da sage ich mal nichts.